Oh, das wird jetzt lustig. Eieiei. Jetzt haben wir so ein kleines Surf-Level. Surf, ich muss das so komisch aussprechen. Surf. Und da gibt es eine Trophäe, dass man irgendwie durch alle Tore fährt oder so. Oder in einer gewissen Zeit durch alle Tore fährt. Ah, ich hab's gekriegt, das ist schön. Egal, nach unten. So, der ist irgendwo hinter mir. Das sieht man halt daran, dass das so unten am Bildschirmrand so hell leuchtet. So, ich versuche. Direkt hier zu landen. Nosen! Da kann man aber auch noch anders hinkommen. Also man muss das nicht unbedingt so machen. So, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall die Bänder hier schön machen. Also erneuern. Also schön machen. Hinten ist auch noch eins. So, und ich glaube... jetzt kommt da ganz viel Tohuwabohu hin. Genau, und dann können wir jetzt da oben was uns holen, was wir da brauchen. Und ich meine, hier links, hier irgendwo. Gäbe es auch noch eine Tafel, genau. So, und was sieht man da? Wir sehen eine Brücke und ganz viele Leute. Jetzt muss ich noch da oben das eine Symbol holen. Vor allem, wenn ich schon mal weiß, dass das da ist, dann hole ich es natürlich auch. Achso, hier vorne sind die hingeflogen. Na gut. Oder habe ich es verpasst? Ich glaube, ich habe es verpasst. Wenn die Person mir helfen würde, würde das auch klappen. Aber wenn wir uns berühren, können wir uns gegenseitig aufladen. Na gut. Dann habe ich es halt verpasst, das eine. Dann geht's halt weiter. Wird halt kein 100% dran. Aber wie gesagt, ich weiß eh nicht, ob ich eben die 4 Stück hatte. Oder ob es wirklich nur 3 waren. Von daher. Was geht hier mit dem Sand? Hui! Aber hier ist auf jeden Fall auch noch einer. Den wir nicht gekriegt. Doch, haben wir wohl gekriegt. Muss ja auch nicht immer alles 100% machen, ne?
Aber ich hole halt so viel wie geht. Eben, das haben wir halt nicht mehr kriegen können. Das sieht schon schön aus mit der Spiegelung. Bin ich da fast gegen... Ich bin dagegen gedonnert. Gegen den Sand, der da runtergefallen ist. Vielleicht kommt so eine geile Rechtskurve. Ist er weg? Ich sehe nichts Weißes mehr. Rechtskurve. Und weiter geht's. Doch, ist noch da. Okay. Aber wie gesagt, ich lasse mich von der Person nicht stören. Ich ziehe ja mein Ding durch. Das sieht so toll aus, ne? Da ist schon wieder eine Dings. Eine Sternstuppe gewesen. Oh nein. Ach, das war ich. Ich dachte, ich wäre die Linke gewesen. Die linke Robe. Wo bist du? Wo bist du denn? Ach, da. Taps, 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 taps. Aber da vorne rechts. Hier ist nochmal eine. Mir fällt das Wort schon wieder nicht ein. So, was sehen wir hier? Sachen und Würmchen. Ich weiß jetzt nicht, ob hier unten noch mal... Ich meine, hier unten wäre nichts mehr gewesen. Aber man sieht schon, wie sehr lang... der Schal ist. Ja, das sieht schon mal so aus, dass jetzt was Böses kommt. Vor allem, weil unser Meister irgendwie so von wegen hat so zur Seite geguckt, so hoffentlich schaffst du das und sowas. Na gut. Los geht's. Nächstes Level. Das sieht auch voll schön aus. Das sieht jetzt sogar ein bisschen aus wie Schnee. Und Schnee ist immer gut. So. Los geht's. Könnte natürlich auch unter Wasser sein, so sieht das auch ein bisschen aus. Da vorne sehen wir eine kleine Qualle, die sich verirrt hat. Noch eine. Wenn in irgendeinem Tunnel wäre, ein Symbol gewesen.
hier drüben war das, glaube ich. Genau. Muss man von vorne, da sieht man die zwar, muss man dann von vorne rein und zurücklaufen. Und unser Schall wird länger. So. Da vorne kommt wieder was Ungewisses. Das könnten so Algen und sowas sein. Und das Schöne ist, wenn man da jetzt reindüst, wird es aufgeladen. Das heißt, man kann hier quasi unendlich lang schweben. So, da hätten wir unser nächstes Symbol. Hier gibt's auch noch ein Easter Egg von Flo. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das noch auf die Reihe krieg. Weil das war ein bisschen schwieriger zu finden. So, wo bist du hin? Ne, du bist noch da unten, okay. Das müsste nämlich nachher kommen, irgendwann. So, ich glaube, hier unten war noch... Nee, war nix. Es war irgendwo an der Seite. Irgendwo an der Seite gab es noch einen. Mir fällt das Wort einfach nie ein. So ein Steinteil, Steintafel. Gab es hier irgendwo an der Seite. Und hier habe ich mich das erste Mal übelst erschrocken. Denn jetzt gleich. Genau. Matsch. Da habe ich mich schon erschrocken, weil das erwartet man irgendwie nicht. Man weiß zwar, dass es hier jetzt irgendwie ein bisschen gruselig wird und dass es böse ist hier und so, aber dass dann doch irgendwie was Schreckhaftes passiert, da hat man dann nicht mitgerechnet. Und ich bin ja sowieso sehr schreckhaft. Ja. Irgendwo hier auf der linken Seite gab's eine Tafel. Ist tot. Da. So, wir sehen ja diese komischen Viecher, die wir gleich sehen werden, die uns Angst machen. Irgendwo hier war auch noch irgendwo ein Symbol. Auf jeden Fall nicht in den hellen Schein rein. Reinlaufen, weil sonst sind wir hinüber. Ich weiß nicht, ob wir Game Over gehen können. Kann sein, dass ich mich jetzt gerade vertue. Oder dass das noch kommt. Ne, es kommt noch, okay. Auf jeden Fall nicht in der Mitte.
nicht in der Mitte langlaufen, weil da diese Viecher langfliegen. Ich glaube, das ist hinter diesem Bogengedöns. Ich meine, hier hinter wäre das. Ja, genau. Oh, ich muss mal gerade voll den Nieser verdrücken, ey. Es sieht voll schön aus. Jetzt ist das so ein bisschen grünlich hier. Jetzt hatten wir schon weiß, grün. Ja, komm. Geht's. Weiß, grün, pink. Oh no. Voll der Abwehrmechanismus und so. So, und wir gucken uns das nächste Dingsbums an. Ich weiß nicht, ob die alle tot sind. Was uns das auch immer sagen soll. Also manchmal sehe ich da so ein bisschen die Geschichte drin. Nur jetzt irgendwie gerade nicht so. Aber jetzt kommt, glaube ich, der Teil, wo wir auch Journey. Wo wir Flow finden können. Ich glaube, wir müssen nach ganz oben und dann wieder nach ganz unten oder so. Ich bin mir aber nicht sicher.